Hallo, ich grüße euch. Heute möchte ich euch in diesem Tutorial zeigen, welche drei Challenges es momentan in WoW ja zu besiegen gibt und wie die ganzen drei Stück funktionieren und was ihr da zu beachten habt. Zum einen gebe ich euch erstmal die Challenges im Überblick. Wir haben die Iron Man Challenge, an der ich ja momentan mit meinem Jäger dran bin, die Bloodthirsty Challenge und zum Schluss die Pazifist Challenge. Jede dieser Challenges unterscheidet sich in einem Punkt ganz gravierend und zu jeder dieser Challenges gibt es verschiedene Regeln. Fangen wir also an mit der Ironman Challenge. Die Regeln im Überblick. Die wichtigste und überhaupt gröbste Regel, die es dabei gibt, ist, ihr dürft nicht sterben. Also sobald euer Charakter tot ist, gilt die Challenge als gescheitert. Was gibt es über das Gear zu sagen? Ihr dürft nicht mehr als weiße Qualität tragen. Das heißt, nur grau oder weiße Erbstücke sind nicht erlaubt. Berufe. Ja, es sind keine Berufe erlaubt, außer der Ersten Hilfe. Erste Hilfe dadurch, weil wir uns ja ein bisschen heilen müssen und uns damit einen kleinen Vorteil ja verschaffen können. Dann gibt es noch eine kleine Gruppenregel. Kein Gruppenleveln oder sogar gar werbt einen Freund. Sobald ihr das macht, seid ihr ebenfalls disqualifiziert. Das heißt schlussendlich für die Dungeons, keine Dungeons abschließen. Weder Classic, noch Burning Crusade, noch World of the Lich King, Kata oder Pandaria oder Gardreno. Gar keine Dungeons. Die Talente und Spezialisierungen, keine Talente oder Spezialisierungen vergeben. Das heißt, wir dürfen nur mit den Fähigkeiten kämpfen, die die Klasse von Natur aus hat. Dann haben wir einmal noch Tränke. Wir dürfen keine verwenden, außer questspezifische oder klassenspezifische Tränke oder Heiltränke. Weil das wäre zum Beispiel der Gesundheitsstein beim Hexenmeister. Wer das doch trotzdem tut, wird ebenfalls von der Ironman Challenge ausgeschlossen. Zum Schluss gibt es noch eine Killrate. Wir haben 75% mehr Gegner zu töten, als wir Quest abschließen. Noch einmal grob zusammengefasst, nicht sterben, nur weißes oder graues equipped, keine Berufe, keine Gruppen, keine Dungeons, keine Talente, was wohl noch ziemlich wichtig ist, keine Tränke und wir müssen mehr Gegner getötet haben, als Quest abgeschlossen. Das heißt also schlussendlich, die Ironman Challenge ist eine Quest-Challenge. Das heißt, wir leveln hauptsächlich über das Gegnertöten, aber mehr noch über das Questen. Kommen wir als nächstes dann zur Bloodthirsty Challenge. Die Regeln. Auch hier wieder nicht sterben. Sterbt ihr, so werdet ihr in die Honored Death Section auf den WoW Challenges gegeben. Quest. Bei der Bloodthirsty Challenge gibt es schon das erste unterschiedliche. Ihr dürft mit jeder normalen Klasse maximal 300 Quests abschließen, als Todesritter sogar nur 135, da diese ja viel später anfangen. Tränke. Auch keine Tränke, außer die von den Quests vorgegebenen. Das Equipped. Auch wieder nur Ausrüstung von weißer oder grauer Qualität. Keine Erbstücke. Nun denn, Gruppen. Auch hier gilt das gleiche wie bei der Ironman Challenge, kein Gruppenleveln und auch kein Werb deinen Freund. Gilt also auch für Dungeons, keine abschließen. Auch hier gibt es wieder eine Killkurve, wobei wir mindestens 75% mehr Gegner getötet haben müssen als Quest abgeschlossen. Wird aber sowieso funktionieren, da wir sowieso nur 300 Quests machen dürfen. Und die Berufe? Wieder keine Berufe, außer Erste Hilfe. Noch einmal bei der Bloodthirsty Challenge. Nicht sterben, maximal 300 als Todesritter, 135 Quests, keine Tränke außer von Quests, nur Ausrüstung mit weiß oder grauer Qualität, keine Erbstücke, kein Gruppenleveln oder werbt einen Freund, das heißt auch keine Dungeons, mindestens 75% mehr Gegner als Quest abgeschlossen und keine Berufe. Das lässt uns also daraus schlussfolgern, die Bloodthirsty Challenge ist eine Tötungs-Challenge. Das heißt, wir leveln hauptsächlich über das Töten von Gegnern. Nur sehr wenige Quests. Kommen wir zum Schluss zur Pacifist Challenge. Auch hier wieder erst die Regeln im Überblick. Auch hier nicht sterben. Sterbt ihr, so habt ihr die Challenge als fehlgeschlagen ereignet. Tränke. Wir dürfen auch wieder keine Tränke verwenden, außer die von den Quests. Das Töten. Hier ist das Wichtige bei dieser Challenge, wir dürfen keine Gegner töten. Das heißt auch nicht, um sie für Quests abzuschließen. Auch wieder kein Gruppenleveln oder werbt einen Freund. Was wiederum für Dungeons heißt, keine abschließen. Auch keine Talente oder Spezialisierungen vergeben. Siebtens Gear, nur equipped mit weißer oder grauer Qualität. Keine Erbstücke. Berufe. Hier sind Berufe erlaubt, auch Kürschner, denn dafür müssen wir ja nicht zwingend töten. Wir können einfach einsammeln, was dort liegt. Empfehlenswerte Berufe sind hier Kräuter und Bergbau. Das habe ich eben bei der Bloodthirsty Challenge vergessen,
Auch da keine Talente vergeben. Kommen wir nochmal im Überblick. Die Pazifist-Challenge. Nicht sterben, keine Tränke, keine Gegner töten, das ist hier das Wichtigste bei dieser Challenge, kein Gruppenleveln oder werbt einen Freund, keine Dungeons, keine Talente oder Spezialisierungen, nur Equip von weißer oder grauer Qualität und Berufe sind erlaubt. Hauptsächlich Kräuter und Bergbau, da dies das meiste EP gibt. Die Pazifist-Challenge ist also eine Berufs- und Sammelquest-Challenge. Keine Gegner töten. So, wie funktioniert das Ganze nun? Ups, jetzt ist die Webcam weg. Hätte ja können funktionieren. Oh Mann. So, genau. Jetzt bin ich aber ein bisschen zu groß. Ich hätte eigentlich immer alles einstellen können. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr sucht euch einen Server aus. Ich bin jetzt hier einfach mal auf Maligos gegangen. Gehen hin und erstellen uns erstmal eine Klasse. Welche sich dafür wo wie genau eignet, erkläre ich euch gleich an der Stelle noch. Wichtig ist, dass wenn wir uns eine Klasse erstellt haben, wir machen jetzt einfach mal einen Gnome Magier. Irgendwas Zufälliges, wusste du, was so nicht halb so todestraktisch aussieht. Na, irgendwie wird das nicht besser. So, Haarfarbe, Pink, Ohrringe. Haben wir da nicht ein freundlicheres Gesicht? So. Chibi. Das Wichtige ist, am besten auch ohne Add-ons leveln. Denn das ist für euch ja in erster Linie eine Challenge. Keine Quest-Add-ons, kein gar nichts. Denn somit könnt ihr auch selber überprüfen, ob ihr wirklich die Klasse spielen könnt und ob ihr euch auch in WoW auskennt. Man erstellt sich also einen neuen Charakter auf irgendeinem Server. Das ist zwangsmäßig egal. Und dann kommt auch schon der wichtige Teil. Wir gehen hier aufs Interface und gehen hier auf Anzeige. Dann müsst ihr hier diesen Erfolg, anderen nur charakterspezifische Erfolge anzeigen, diese Option anklicken und auf OK. Denn das Ganze funktioniert im Endeffekt nachher wie folgt. Über die Statistiken in unserem Arsenal wird getrackt, ob wir uns auch an die Regeln halten oder nicht. Denn hier sieht zum Beispiel deren Überprüfung, wie viele Quests wir abgeschlossen haben, wie viele Siege wir zum Beispiel gemacht haben, wie oft unser Charakter Talentneuverteilungen gemacht hat und so weiter und so fort. Deswegen, es schummeln bringt nichts, sie finden es sowieso raus. Noch einmal für euch, dass ihr es auch wirklich merkt, Charakter erstellen, dann auf den Charakter ins Interface gehen, auf den Reiter Anzeige und diesen kleinen Haken setzen, anderen nur charakterspezifische Erfolge anzeigen. Wie gesagt, schummeln bringt nichts, sie finden es trotzdem raus. Nun denn, kommen wir zur Klasseneignung. Wir haben momentan 11 Klassen im Überblick. Den Paladin, den Krieger, den Jäger, den Schamanen, den Schurken, den Priester, den Magier, den Hexenmeister, den Todesritter, den Mönch und den Druiden. Fangen wir mit dem Paladin an. Der Paladin kann sich selber heilen, hat eigene Schutzzauber wie die Schilde und die Hände und verursacht moderaten Schaden. Er ist ein Nahkämpfer, das heißt, er steht zwangsmäßig an den Gegnern dran. Er trägt Stoff, Leder, Kette und später sogar Platte. Der Krieger. Er verursacht sehr starken Schaden im Low-Level, kann sich aber nur bedingt heilen, hat viele AOE-Fähigkeiten und steht auch nah an den Gegnern. Er trägt Stoff, Leder, Kette, später auch Platte. Der Jäger. Dieser hat einen Begleiter, welcher auch als Tank fungieren kann, verursacht guten Schaden, hat keine Heilzauber, steht aber nicht direkt an Gegnern, denn das Pet übernimmt diese Aufgabe. Er trägt Stoff, Leder, später Kette. Der Schamane. Hat Totems zur Unterstützung, verursacht moderaten Schaden und kann sich selber heilen. Er kann als Nahkämpfer oder als Caster kämpfen. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsmäßig an den Ads dran stehen. Dieser trägt Stoff, Leder, später sogar Kette. Der Schurke. Dieser kann sich tarnen und an Gegnern vorbeischleichen. Kann Gegner außer Gefecht setzen für kurze Zeit und kann sich bedingt bis gar nicht heilen. Dieser trägt Stoff und Leder. Der Priester. Er kann sich mit Schildzaubern schützen, kann sich selber heilen, verursacht moderaten Schaden und steht nicht direkt an den Gegnern. Er trägt allerdings nur Stoff, also wenig Ausrüstung. Der Magier. Er verursacht moderaten Schaden, steht nicht am Gegner direkt und kann die Gegner verlangsamen. Dieser kann nur Stoff tragen. Der Hexenmeister. Kann Begleiter rufen, steht daher nicht direkt am Gegner, verursacht moderaten Schaden, kann durch spezielle Fähigkeiten Gegner flüchten lassen und kann sich selbst ein wenig über Gesundheitssteine heilen, trägt allerdings nur Stoff. Der Todesritter.
kann seine eigene Waffe verzaubern, was in den Challenges erlaubt ist, kann sich ein wenig selber heilen, steht allerdings direkt am Gegner und er startet auf Stufe 55. Trägt Stoff, Leder, Kette und Platte. Der Mönch. Er steht direkt am Gegner, verursacht moderaten Schaden, kann allerdings auch Gegner aus dem Kampf nehmen. Trägt Stoff und Leder. Der Druide kann sich selbst heilen, kann sich in Katze oder Bär verwandeln, was zwangsmäßig bedeutet mehr Schaden oder mehr Leben, kann Gegner wurzeln. Dieser trägt Stoff und Leder. Kommen wir zum Abschluss, denn das war's auch an der Stelle schon wieder von mir zu den Challenges. Was sich von mir sagen lässt ist, sucht euch die Klasse aus, die euch am besten liegt. Denn ihr sollt diese Challenge mit Spaß spielen. Ihr sollt schauen, ob ihr damit eure Klasse besser spielen könnt oder ob ihr sie halt eben gut spielen könnt oder weniger gut. Manche Klassen haben von Haus aus einige positive Aspekte für bestimmte Challenges, wie zum Beispiel Heilklassen können sich eben ein bisschen besser in der Bloodthirsty und in der Ironman Challenge schlagen, da man eben sich nicht gerade in jeder Situation direkt töten lässt. Aber Klassen wie zum Beispiel Krieger oder Schurke sind in der Bloodthirsty wieder etwas besser, da diese die Gegner schneller außer Gefecht setzen. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber besser als eine Klasse, die den Schaden im Durchschnitt hält. Reine Klassen wie zum Beispiel Priester oder so oder generell Sachen, wo sich selber heilen können, sind immer gut für die meisten Challenges, aber spielt schlussendlich das, was euch am besten gefällt. Weitere Infos gibt's auf der Seite von wowchallenges.com. Dort könnt ihr auch eure Klassen oder beziehungsweise eure Charaktere eintragen lassen, allerdings erst ab Stufe 10. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, ich konnte euch etwas über die Challenges sagen und ihr habt etwas mitgenommen. Und natürlich wünsche ich euch auch sehr viel Erfolg beim Abschließen dieser Challenges. Mal schauen, wie weit ihr kommt, vielleicht sehen wir uns ja einmal. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!